Nabend, herzlich willkommen bei meinem Wort zum Tag. So, da gibt es ja so ein kleines Wesen, ne? Das packt ihn, das setzt sich im Kopf fest und macht immer das Gleiche, manchmal einen ganzen Tag lang. Woher der manchmal kommt, weiß man gar nicht. Auf immer ist es da, man merkt es gar nicht. Auf immer, zack, bumm, hat das Vieh ihn erwischt. Und dann macht er immer das Gleiche. Und das Schlimme ist, der ist sogar ansteckend auf andere Leute. Total krasse Ding. Ich rede vom Ohrwurm. Kennt ja jeder von euch, oder? Total krass. Also wenn man echt, manchmal fällt ihnen auf immer eine Melodie ein von irgendeinem Song. Dann rätselt man erstmal, na welcher Song ist denn das überhaupt? Dann fängt man an zu pfeifen. Oder summt die Melodie vor sich hin. Und das Schlimme ist, dass der wirklich ansteckend ist und dann Leute, die empfänglich dafür sind, auch noch selber anfangen, dann auf immer den Ohrwurm zu pfeifen. Ziemlich krass. Also ich finde es schön. Weil, ehrlich gesagt, wenn du manchmal einen harten Tag hast und hast dann so einen schönen Ohrwurm oder eine gute Melodie, einen schönen Song im Ohr, dann hilft der echt manchmal so, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht. Schöne Erfindung, so ein Ding. Jo. Und, okay, manchmal, natürlich kann dieser Ohrwurm natürlich auch anderen Leuten auf den Sack gehen, wenn zum Beispiel derjenige den Song nicht mag oder so. Und dann versucht man den rauszukriegen aus dem Hirn. Und das ist dann ganz schön schwer. Wie kann man eigentlich einen Ohrwurm wieder aus dem Ohr kriegen? Entweder geht er meistens von alleine, oder ich kenne kein bestimmtes Hausmittelchen, um dieses Ding wieder aus dem Ohr zu vertreiben. Vielleicht mal kräftig schütteln oder so, mal auf den Kopf hauen, mal, so was, keine Ahnung, oder mal Ohren spülen beim Duschen oder so. Nee. Ja, krasse Ding, wa? Aber steht zu eurem Ohrwurm, weil das sind Sachen, so die Melodien, die in dem Körper, beziehungsweise ihn beflügeln und die man schön findet und so, die gehören ja auch zum Charakter. Und ich denke mal, da kann man auch ruhig zustehen. Und wenn ihr dann sagt, dann denkst du dir einfach, puh, dagegen machen kann ich jetzt ja sowieso nicht. Juti, mein Wort zum Tag steht zum Ohrwurm. Macht es gut. Tschüss.